Und dann wieder mal herzlich willkommen bei Charon Dawn of Hero. Und ja, wir sind jetzt hier in Xi irgendwas. In Xi Xiang, genau. Und sind auf der Suche nach einem der drei Bruchstücke oder so. Oh. Und der Dschungel sieht doch schon mal sehr stimmig aus, möchte ich mal sagen. Da war doch jemand. Ich habe den noch genau gesehen. Aber er hat sich wohl unter dem Baum versteckt. Okay, da laufen auf jeden Fall viele rum. Ja, Mensch, da ist er doch. Ihr solltet im Dschungel, der diesen Ort umgeht, vorsichtig sein. Viel aggressive Monster sind sich seit letzter Zeit. Naja, ich glaube im Dschungel ist das aber auch üblich so. Oh! Keine Schmetterlinge auf Speed mehr. Das ist ungewöhnlich für dieses Spiel. Ja, und hier bei diesem Speicherstellen ist das wieder normal, wie das ursprünglich war, ne? Weil bei den anderen war das hier irgendwie so, dass das Menü auch irgendwie aufgerufen wurde. Willkommen in Xi Xiang. Wir legen nicht allzu großen Wert auf Technologie. Wundert euch deshalb nicht über unsere Wohnverhältnisse. Ach, das macht doch nichts. Das ist alles kein Problem hier. Okay, da ist ein kleines, aber feines Lagerfeuer. Ach, hallo Nina. Habt ihr Interesse daran, neue Technik zu lernen? Dunkle Vision. Heilgare. Gibt allen Verbündeten viel LP zurück. Das hört sich sehr gut an. Strafe der Götter. Feugare? Nicht möglich, nicht möglich. Regener. Ein ganz schöner Aura umgibt den Verbündeten, versetzt in den Zuschauer Regener. Hm. Mal gucken, was das so kann. Schalanit. Hastre. Nö, sonst haben wir soweit alles. Ach Mensch, hallo Zion. Ah ne, Zion ist ja gelb. Ich vergaß. Aber das ist eher Bianca. rechts Dschungelpfad, oben Wohnhöhlen und ein Waffenshop. Wie, oben sind Höhlen? Warte mal. Oh, die Eingänge habe ich ja gar nicht gesehen. Die waren sehr, sehr, sehr dunkel an der Wand. Oh, willkommen. Wir haben hier einen Xi Xiang rechts den Besucher. Kann ich euch helfen? Sagen Sie, gibt es hier einen Xi Xiang Gerüchte über eine magische Steintafel oder etwas ähnliches? Steintafel? Seltsam. Eine Gruppe Soldaten befragt mich auch kurz nach demselben Thema. Aha, und wo ist diese Gruppe hingegangen? Sie ging, soweit ich mich entsinne, ins Innere des Dschungels zu den Ruinen von Xi Xiang. Ruinen von Xi Xiang. Jetzt. Mann. Ich kann langsam nicht mehr diesen Namen aussprechen von diesem Ort. Was meinen Sie damit? Vor langer Zeit, vor dem Götterkrieg, war Xi Xiang ein Zentrum der Technologie. Ein Dutzend riesiger Makropolen überzog die Oberfläche der Insel. Die Menschen waren damals so sehr von ihrer Technologie vereinnahmt, dass sie die Götter völlig vergaßen. Sie gingen sogar so weit, ihren Herrschern Gebäude aus reinem Gold zu errichten. Dann kamen die Dämonen, vernichteten die Makropolen. Alles, was heute noch davon übrig sind die Überreste der goldenen Gebäude in den Tiefen des Dschungels. Doch passt auf, seit kurzem tummeln sich dort zahlreiche Monster. Keine Sorge, wir passen schon auf uns auf. Oh, eine neue Quest. Wenn ihr in die Ruinen geht, solltet ihr Sprengstoff dabei haben. Vieles dort ist verschüttet und erschwert das Vorankommen. Suche in den tiefen Dschungels nach. Ja, nach dem Bruch. Gut, das wissen wir ja. Ah ja, genau. Stimmt, die eine Runde durch den Auto übersehen. Wir haben zwar nicht viele, aber zum Überleben reicht es. Das ist doch die Hauptsache. Na gut. Zum. Man will ja nicht nur überleben, man will eigentlich auch leben. Von daher reicht das dann vielleicht doch nicht so. Ganz. Willst du übernachten? Nö, brauche ich nicht. Ich bin hier schon voll geheilt. Ah ne, bin ich nicht. Ja, dann doch. 80, okay, das ist natürlich sehr viel Geld, aber könnte es gerade noch so leisten. Eine Erinnerung schon wieder. Gott Thanatos. Eure Göttlichkeit, wie befohlen, möchte sich ein Oberhaupt der Katsura mit euch treffen. Schön zu hören. Ich denke, die Katsura werden mein Angebot nicht ausschlagen können. Und dann wird alles so sein, wie es sein sollte. W
Was wollt ihr, Thanatos? Weshalb habt ihr mich hierher bestellt? Und weshalb ohne Anwesenheit der anderen Götter? Nun, ich möchte mit euch über etwas sprechen, das die anderen Götter nicht wissen dürfen. Wie darf ich das verstehen? Ihr Götter habt doch den Auftrag, gemeinsam Entscheidungen für Seal zu fällen. Ich habe durchaus eine Entscheidung getroffen, die Seal von Nutzen sein wird. Und wenn ihr, Katsura, mir eure Loyalität versichert... Was wollt ihr damit sagen? Ich habe etwas gefunden, das mir und euch grenzenlose Macht zusichern wird. Tja, war ja schon interessant, immer mit diesen Erinnerungen, die man dann hat. Die man da hin und wieder bekommt. Auf Dauer ist es mir einfach zu stressig, mit dir zu spielen. Fang mich! Nö. Kann ich euch weiterhelfen? Du hast nur Schrott. Also nein. Auch wenn wir hier nicht allzu viel Technologie besitzen, verfügen wir dennoch über einen Waffenladen. Unsere Ware machen wir selbst, denn man findet hier im Dschungel die feinsten Metalle zum Schmieden. Muss ich unbedingt haben, um noch stärker zu werden. So, was darf es sein? Ethrylschwert, sehr geil. Ethrylspeer, sehr, sehr geil. Ethrylaxt. Ja, gut, kann natürlich der eine gebrauchen. Ja, komm, ich kaufe sie mal. Einfach. Ich kaufe mal alles. Langbogen 2, ja. Ethrylsäbel. Ich kaufe jetzt einfach mal hier die besten Waffen für alle. Ja. Heiliger Hut. Zweimal. Ethrylrüstung. Oh, bah. Plus 22, das ist hier mal enorm. So, zweimal mit Platte. Warte mal. Na toll. Da habe ich jetzt was Böses gemacht. Gut, konnte ich jetzt nicht wissen. Mache ich erstmal so Ausrüstung mit Trilschwert und dann steige ich wieder auf 148. Mithril-Schild, Verteidigung steigt. Mithril-Helm steigt nochmal mehr. Nicht viel, aber immerhin. Kriegerrüstung, Mithril-Rüstung. Ja, das ist natürlich auch enorm. Die Verteidigung. Mithril-Säbel. Heiliger Hut. Und die heilige Robe. Ja, die ist gut. Mithril-Speer. Mithril-Helm. Mithril-Rüstung. Der Langbogen, der Heilige Hut und die Mithril-Platte. Moment mal. Ah, oh. Ich. Oh. Garuda-Rüstung. Die ist ja noch besser sogar. Die habe ich ja gar nicht bemerkt. Oder warte mal. Ach nee, die ist gar nicht besser. Das sinkt dann ja sogar um 2 in dem Fall. Aber. Naja, gut, aber für sie ist das auf jeden Fall besser. Dann machen wir das so. Gut. Und ein bisschen verkaufen können wir auch noch. So, jetzt müssen wir gucken. Ein bisschen erstmal die Goblin-Klinge. So, dann das Bastardschwert, genau. Die Bastardlanze. Stahlsäbel 3, Tarntöter, magischer Hut zweimal, Kriegerweste, Kriegerrüstung, Kriegerhelm, Flügelhelm, ja, da kam wieder ein bisschen was zusammen. So, dann können wir auf alle Fälle noch einmal speichern, würde ich sagen. Obwohl... Oh ne, geht doch nicht. Naja, wir werden schon lange speichern können. Irgendwann. So, geht's da durch? Nö. So, der Dschungel auf alle Fälle ist wieder sehr stimmig gemappt. Doch schön. Soweit, finde ich. Ah ja, wir haben es auch immer mit Schlangen zu tun.
mit Riesenschlangen genau zu sein. Komm ich mal den Orkan, auch wenn es wahrscheinlich nicht viel bringt. In dem Fall. Ja. Das macht einfach so viel Schaden. Schlecht für uns ist jetzt natürlich nur, dass er verwirrt ist. Ja gut, okay, in dem Fall jetzt nicht, aber wenn er mal zum Zug kommt und verwirrt ist, dann wird er uns wahrscheinlich instant killen. Der Serator. So, machen wir die 500 voll. Wunderbar. Ja, lassen wir es erstmal so dabei. Wo gehen wir jetzt lang? Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Oh Gott, bitte keine Tarantel. Sondern mal das und das. Sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr geil. Okay, da geht's auch noch lang. Interessant. Ah. Ein Erdsiegel. Erdsiegel. Wo bist du? Achso, Schutz von Elementen Erde. Gut, dann können wir jetzt aber erstmal nach oben gehen. Ich hoffe, da kommt auch bald wieder ein Speicherstein oder sowas in der Art. Hä? Ich wurde doch gar nicht getriggert, hallo? Ich war doch schon auf dem Steinmensch. Kann man doch nicht machen. Warum können die das bitte? Die Spinnen? Warum kannst du mich von da triggern, Mensch? Ja gut, dann geht's auf jeden Fall nicht weiter. Geh da weg, geh weg. Nein, geht's natürlich nicht. Die Initiative von den anderen soll ich dann doch gleich wieder erhöhen. Wie mir scheint. Hat nicht geklappt. Sehr schön. So, wieder ein Level Up für sie. Einmal. Einmal das und dann nochmal die Intelligenz. So. Hier ist einfach viel zu viel enger Raum, dass man die hier erfolgreich ausmanövrieren könnte. Oh, oh mein Gott. Also wenn das mal passiert, dann sind wir aber echt im Arsch. Dann ist Sorata unser größter Gegner hier. Okay. Da ist auf jeden Fall noch eine Truhe. 4000 Cent, sehr schön. So, da geht's.
geht's immer weiter. Ich hasse euch alle. So, das und das. Nein. Oh, Gott sei Dank. Wenigstens hat sie ihn erwischt. Oh, perfekt. Ja, gerade läuft ziemlich gut, auf jeden Fall. Oh, endlich, ich kann speichern. Meine Rettung. Okay, das war jetzt wieder ein bisschen komisch mit dem Speicherstein, weil ja wieder das Menü aufgerufen wurde. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier noch hochklettern und, naja, die Schlange wird uns mit Sicherheit nicht hochklettern können. Nein! Terrorwurm, also. So, nimm das Bestie. Gespannt, wohin uns der Dschungel führt. Ah ja, wieder Level Up für mich. Ich muss unbedingt stärker werden. So, bringen wir erstmal das auf die volle 18. Dann nochmal die Agilität, ist auch ziemlich wichtig. Naja gut, eigentlich ist hier alles wichtig. Ja, es hilft ja nichts. Okay. Ja, wo gehe ich jetzt zuerst lang, ist die Frage. Okay, das war die richtige Entscheidung. Dreimal Kraft Siruppe. Aber nee, aber der Dschungel, den finde ich doch schon sehr schick und stimmig gemappt auf alle Fälle. Das muss man schon sagen. Noch nach oben. Da geht es dann wieder weiter nach oben. Müssen wir schon wieder fast am Ziel sein. Es wird auf jeden Fall etwas dunkler. Ja, wir scheinen schon sehr nah am Ziel zu sein. In Ruinen. Die Dschungelruinen. Nanu. Fels. Eine Art Felslabyrinth. Ah. Ja gut, wir haben zum Glück noch einige Bomben bei uns, aber ich wollte mal schauen, was eventuell da noch... Okay, nee, da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Alles klar. Ein Felslabyrinth, wo wir hin und wieder ein paar Steine wegbomben müssen. Drei Zaubersiruppe. Wie, sonst gibt's hier nichts? Doch, ich wollte schon sagen. Also, wenn wir jetzt keine Bomben hätten, wären wir aber echt auch geschmissen. Ich habe wirklich keine Lust, hier ewig herumzustehen. Was meint ihr? Keine Ahnung, aber ich schätze, du hast recht. Was braucht Meister Darke nur so lange? Kann man euch helfen? Hey, hier dürfen keine Fremden durch. Was wollt ihr? Wir wollen den Schatz aus den Ruinen.
Das könnt ihr vergessen. Alles, was ihr bekommt, ist Eintracht Prügel. Da bin ich aber gespannt. Ich wette, nein. Wenn, dann bekommt ihr die Eintracht Prügel und das geht zu knapp. Oh, okay, okay. Die haben sehr hohe Verteidigung, wie es aussieht. Haben selbst das überlebt. Interessant. Wie ist es mit dem Paralysepfeil? So, und der ist schon mal weg. Genau wie er. Und er auch. Ja, okay. War nichts anderes zu erwarten. Verdammt, ihr seid es also. Das wäre also erledigt. Los, stoßen wir tiefer in die Ruine vor. Tja, und wieder einmal sind die alle tot. Unter uns. Okay, das sieht auch wie so ein Portal aus, in eine andere Welt oder so. Mann, ich will nicht diese Kisten öffnen können, verdammt. Ich fürchtete schon, ihr würdet überhaupt nicht mehr kommen. Darken, was hast du vor? Nun, wir sind wegen des Tafelbruchstücks hier, genauso wie du, Sorata. Das Bruchstück, welches womöglich den Hinweis zur ultimativen Macht bereitet. Wieso sollte ich es nicht an mich nehmen? Unser Utopia steht kurz vor seiner Verwirklichung, Sorata. Noch kannst du dich mir anschließen. Begreife es endlich, Darken. Sorata will dich nie unterstützen. Bedauerlich. Du musst schon ein Weib für dich sprechen lassen. Was erzählt dieser Verrückte da? Wie dem auch sei, ich habe leider keine Zeit, mich länger mit euch aufzuhalten. Als Oberbefehlshaber der jemenitischen Kreiskräfte bin ich viel beschäftigt. Deswegen werden meine treuen Soldaten hier sich eurer annehmen. Oh, Gott sei Dank. Was hat das zu bedeuten? Ja, genau das wollte ich auch gerade fragen. Die alle auf einmal weggehen können? Was geht hier vor? Wer hat alle 6 Soldaten auf einmal getötet? Ne, eben nicht auf einmal. Nur nacheinander. Ich sehe schon, das lässt sich nicht so einfach regeln, wie ich dachte. Egal. Ich überlasse euch das Bruchstück. Solltet ihr dieses Monster überleben? Guten Tag. Oh ja, das hast du nur, weil du genau weißt, dass du keine Chance gegen das Ding hast. Ungünstig diese Situation, aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Das ist wohl wahr. Erledigen wir dieses Vieh. Und die auch überhaupt nicht zu groß ist und nicht in den Bildschirm reinpasst. So, ja, dann fangen wir mal damit an. Wirbellanze und natürlich. Ja, im Prinzip das, ne? Kannst du mal versuchen. Okay, das ist schon mal ziemlich effektiv. Ja, ich sowieso. Fällt mir die ganze Gruppe mit ihrer Größe. Ja, das passt halt einfach nicht vom Größenverhältnis her, ne? vor allem, das ist hier eine Standardgrafik. Bisschen eher so eine Standgrafik und keine animierte, so wie diese 4 Figuren da. Sondern nur die schwarze Hand. Und dann nochmal die Wirbellanze und auch hier nochmal den Paralysepfeil. Einmal will ich noch die schwarze Hand einsetzen, ansonsten noch die Wirbellanze und den Paralysefall. Glaube ich zwar nicht, dass das mit der Paralyse klappt, aber man kann es ja mal versuchen. Ach ja, das war das Ding. So, dann will ich auf alle Fälle das Gebet. Nee, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Heilreihe haben wir doch jetzt. Gib allen Verbündeten mehr LP zurück. Ja, das ist genau das, was wir jetzt brauchen.
der Ankorn ist erfallen. Oh, perfekt. Also ich glaube, jetzt kann uns wirklich keiner mehr aufhalten. Gut, konnte davor auch schon keiner. Aber ja, jetzt erst recht nicht. Ah, sie ist aufgestiegen. Da erhöhen wir doch glatt auch hier wieder. Ich würde sagen, ja. Die Intelligenz und komm, einmal können wir noch das machen. Okay. Das wäre wohl erledigt. Wieso müssen solche wichtigen Sätze nur immer von riesigen Monstern. Wichtigen Schätze immer nur so von riesigen Monstern bewacht werden? Gut, suchen wir nach dem Bruchstück, Leute. Ah ja. Bruchstück aus Xiang erhalten. Das ist also eines dieser besagten Bruchstücke. Eines der Bruchstücke, die dir den Weg zum Licht Zeons weisen. Der ultimativen Macht. Das weiß ich auch selbst. Mit dieser Kraft kann ich ein Mensch werden. Willst du das wirklich? Sieh dir diese Ruine an. Von den kandenten Menschen aus reinem Gold erbaut, zu Ehren der Götter. Ihnen war nicht bewusst, dass alles endlich ist. Selbst ihre ach so geliebte Technologie konnte sie nicht retten. Was gehen mich die vergangenen Fehler von anderen an? Nun, als Mensch bist du auch darin involviert. Lass uns zurückgehen. Ja, brechen wir auf. Och nein, muss ich echt den ganzen Weg zurück? Ich dachte... Da wird das jetzt quasi so gemacht, dass man eben nicht den ganzen Weg extra zurücklaufen muss, sondern... Oh Mann, das ist blöd. Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Dass man den ganzen langen Weg tatsächlich wieder komplett zurücklaufen muss. Das ist nicht so dolle. Naja, was willst du machen? Komm, wie wär's mit einer Flucht? Na, natürlich jetzt nicht funktioniert. Ja, da versucht man einmal zu fliehen, schon bekommt man hier voll aufs Maul, oder was ist los? Ey, es funktioniert einfach nicht. Naja, ich mach das schon. Selbst wenn die Flucht nicht klappt. Die Klappe auch gar nicht mehr, die Flucht wird das sein. Ja, jetzt fahr doch auf zu verfehlen. Mann, muss man alles selber machen, ja? Geht's noch? Technik. Ja, ist halt echt nicht so dolle, dass man wirklich den ganzen Weg jetzt hier nochmal extra zurücklaufen muss und dann noch immer wieder auf weitere Gegner trifft. Ja, so viel dazu. Jetzt krieche ich hier sehr komisch über die Brücke. Dazu. Naja, immerhin ist der Bug jetzt wieder vorbei. Oh, manchmal klappt es tatsächlich. Auf Wiedersehen. Toll, gegen die muss ich ja jetzt leider kämpfen, so oder so. Ach, warum verfehlen die denn nicht so oft, Mensch? Ich glaube, ich sollte das Geschick auch wieder von denen erhöhen. Merke ich gerade. Doch schon längst still, Mensch.
Ist ja nicht gerade kurz der Weg wieder bis ins Dorf. Ist ja nicht so, dass er gerade so um die Ecke ist. Ach, Mann. Warum kann man die Blume nicht passieren? Verstehe das nicht. Und warum kann ich sie dann nicht flüchten? Und warum verfehle ich? Und warum bin... Oh. Nee, komm, das ist so blöd jetzt hier. Ja. Oh Gott. Nee. So, dann eben so. So, dann nochmal die Heilrabe. So, aber die Schlange kann ich auch nicht ausmanövrieren. Doch, wir sind auch längst nicht da. Oh. Sehr gut. Achso, ja, da ging es ja natürlich weiter. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh oh. Ja, das war okay. Oh nein, bloß nicht ich. Ich darf auf gar keinen Fall verwirrt werden. Das wäre echt tödlich. Ne, aber ich merke so langsam, das Geschick, das sollte definitiv jetzt wieder von allen erhöht werden. So, ich glaube, jetzt ist das tatsächlich gar nicht mal mehr so weit. Und jetzt sind wir sogar schon gleich da. Aber trotzdem, das... Dass er dann jetzt nicht direkt zu dem Dorf wieder teleportiert wurde, das war dann doch ein bisschen blöd, dass man den Weg noch extra zurücklaufen muss. So, wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch aus dem Dorf raus. Und dann mit dem Zeppelin wieder weiterziehen. So. Jetzt habe ich wieder vergessen, welcher Ort das als nächstes war. Xing'a ist als nächstes dran. Xing'a. Ah, da. Da sehe ich schon. Xing'a. Jetzt will ich mal gucken, ob es hier sonst sowas gibt. Ne. Nur das. Da ist das einzige. Spreche ich auch hier nochmal vor. So, Xia werden wir uns dann eben das nächste Mal ansehen. Bis dahin würde ich nur sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.